Um Gegenstände mit Leder zu ummanteln, braucht man eine Naht, die beide Seiten so miteinander verbindet, dass die Stoßkanten aneinander liegen und nicht überlappen. Um das zu erreichen, gibt es unter anderem den Parallelstich, den Kreuzstich und den Zickzackstich. Wenn ihr zum Beispiel ein Lenkrad oder etwas anderes Rundes ummanteln wollt, sollte das Lederstück nicht größer sein als das Werkstück selber. Im Gegenteil, da Leder ja dehnbar ist, sollte vor dem Nähen sogar eine kleine Lücke zwischen den Stoßkanten vorhanden sein. Durch Ziehen an den Fäden schließt sich diese Lücke und das Werkstück wird Stoß an Stoß ummantelt. Aber Vorsicht, nicht zu stark ziehen, weil das kann dann so aussehen. Aber das lernt man schnell. Bevor es losgeht, noch ein bisschen Theorie. Um ein harmonisches Nahtbild zu erhalten, sollte man die Lochabstände sowohl zwischen den Löchern als auch die Lochabstände zu den Stoßkanten genau bedenken. So ist ein zu breiter Abstand zwischen den Lochreihen unschön. Aber ein zu langer Abstand zwischen den Löchern ist auch nicht gerade ideal. Am harmonischsten wirkt die Naht, wenn die Löcher ein Quadrat bilden. Also Abstand A wie Abstand B. Doch legen wir los mit dem Parallelstich. Dieser Stich wird mit zwei Nadeln genäht, wobei diese ständig die Seiten wechseln. Zuerst werden ein bis zwei Stiche waagerecht genäht, womit erreicht wird, dass sich die Lochreihen auch deckungsgleich gegenüber liegen. Der erste richtige Stich wird von rechts nach links ausgeführt. Von oben in das nächst höher gelegene Loch einstechen, unter dem Leder durch und durch das gegenüberliegende Loch heraus. Nun mit der anderen Nadel von links nach rechts. In das Loch einstechen, aus dem wir gerade herausgekommen sind, unter dem Leder durch und von unten aus dem gegenüberliegenden Loch heraus. Fertig. Jetzt nur noch wiederholen. Aber schauen wir uns das Ganze mal am lebenden Objekt an. Denn ich glaube, da wird es deutlicher. Die ersten beiden Stiche verlaufen waagerecht, um sicherzustellen, dass sich die Lochreihen auch deckungsgleich gegenüberliegen. Bei diesem Stich kann es sinnvoll sein, zuerst ein paar Stiche mit nur einer Nadel auszuführen, bis sich die Lücke sauber geschlossen hat. Aber spätestens ab diesem Punkt arbeite ich dann mit beiden Nadeln im Wechsel.
Der letzte Stich verläuft wieder waagerecht und so endet die Naht, wie sie begonnen hat. Zum Schluss werden beide Fäden nach hinten geführt, dort verknotet, abgeschnitten und der Rest kann einfach hinter der Naht versteckt werden. Ich hoffe, ich konnte euch diese Naht etwas näher bringen. Wichtig ist, dass ihr während des Nähens ständig den Sitz der Naht kontrolliert. Ihr könnt jederzeit durch Ziehen an den Fäden Unregelmäßigkeiten ausgleichen oder verbessern. Sollte euch dieses Tutorial gefallen haben, dann schaut euch doch die beiden anderen Varianten der Stoßnaht auch an. Welche von diesen Nähten ihr verwendet, ist reine Geschmackssache. Ach ja, und um kein Video zu verpassen, empfehle ich euch, diesen Kanal zu abonnieren. Danke.